Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist die Doppel-CD und willkommen zu einer weiteren Folge zu Dizzy vs. Dinos. Hä? Das war ein bisschen komisch. Mit dem DNR heute. Hallöchen! Heute mit dem DNR und das allererste Mal, dass wir eine Folge getrennt starten, Leute. Denn ich bin hier oben bei unserer alten Base, wenn man das so nennen kann. Und ich packe mir jetzt einfach hier so einen kleinen Jensi. Ist das auch ein Jensi oder ist das ein Alfi? Das ist ein Bulldog, der hat gar keinen Namen. Dann packe ich mir natürlich hier den Jensi. Und dann mache ich mich auf den Weg. Das erste Mal, dass der DNR an einer ganz anderen Stelle ist, als ich es eigentlich bin, Leute. Denn wir haben in der letzten Folge versucht, uns hier so einen Weg zu machen bis zu unserer Base nach ganz unten von hier oben. Und das mit diesen ganzen Ziplines, der allerdings noch nicht ganz perfekt ist. Also mit ein bisschen Glück kann er funktionieren, aber er ist auf jeden Fall nicht sicher genug, Leute. Ich zeige euch das gerade nochmal. Beziehungsweise ich gehe jetzt mal auf die Hälfte. Und siehst du mich eigentlich? Ich bin hier unten nämlich bei Jens. Du bist unten bei Jens. Ja, so, ich kann mal auf Steine hauen. Ja, ich sehe dich laufen. Ich sehe dich. Ne, die Zahlen kann ich nicht sehen, aber ich sehe dich ein bisschen laufen. Ja, la 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 la. So, ich komme nämlich jetzt auch mal runter zu dir. Zack, Leute, denn das ist der erste Part hier von unserem Weg. Und dann bin ich auf der Wurzel und von dort aus brauchen wir doch definitiv eine bessere Zipline da unten auf die Plattform, wo mein Todespunkt ist. Wo auch Alfie oder Jens, wer auch immer das gerade ist. Ich sehe dich, Alter, du bist richtig schnell, gehst da durch. Und jetzt, zack, bin ich wieder hier unten. Und hier seht ihr die Zipline, die ist halt, also so kann man so halb sehen, wegen meines Todespunktes hier sieht das nicht ganz so geil aus. Von hier brauchen wir jetzt eine geile Zipline. Siehst du mich immer noch eigentlich? Ja, ich sehe dich nicht, aber ich habe dich landen sehen. Ich bin jetzt so unter dir, dass es versteckt ist, sag jetzt ich ist halt mal. Echt die Frage, wie wir von hier aus einen guten Weg machen, ne? Mhm. Ich will ja jetzt hier eigentlich nicht runterfallen. Ah, eigentlich, hättest du nicht oben getroffen, sondern die Wurzel unten, ja. Dann könnten wir ganz normal runter. Dann könnten wir jetzt also von hier runter. Also ich muss dasselbe Ding, ich stehe jetzt genau neben dem Punkt, den ich abgeschossen habe. Dann ziehe ich einfach mal nur ein bisschen weiter unter, ja? Ja, vielleicht ein bisschen weiter links sogar noch. Weil dann okay. Kam ich da, glaube ich, ein bisschen näher dran. Ich soll schießen? Ja, mach einfach mal. Du hast ja noch... Pam! Wir haben drei Versuche haben wir. Hast du gesehen, wo ich getroffen habe? Nee, ich habe es nur gehört. Ja, es ist links davon. Ach, von deiner Seite aus links nehme ich an, ne? Ach ja, ach so, Soll nee, ich nee, ich meinte von deiner Seite aus links. Nee, ich meinte tatsächlich okay, von deiner Seite also aus ich, links. Ich, kann, ich muss jetzt den ja eh einmal absetzen. Siehst du, das ist die zweite Verbindung? Nee. Ich würd sogar noch viel weiter links. Guck mal. Aber hast du die gesehen? Nur, dass du mir, dass wir von nee, hab ich wirklich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Aber kannst aber du nochmal zurück, ja. Kannst du mal zurück an die, ich kann die hier nicht sehen. Also die hängt hier nirgendwo. Okay. Aber kannst du mal zurück an die Wand gehen? Weil dann kann ich dich sehen, dann kannst du mich auch sehen und dann weißt du auch genau, wo du hinschießen kannst. Ah, okay. Hier so? Ja, weiter, stopp, stehen bleiben, zurück und jetzt hochgucken. Ja. Hier oben, siehst du mich nicht? Ah, ja, oben jetzt auf der Wurzel. Seh ich dich. Ja, deswegen habe ich auch gerade nicht gesehen, okay. Hier, und hier müsstest du hinschießen. Hey. Dass du quasi auf mich zielst. Und nur, dass du nicht schieße. Unten jetzt kann ich schießen, ich habe geschossen. Oh, das ist zu tief. Das ist irgendwo ganz unten gegen die Wurzel. Okay, das aber höher, okay? Ja, deutlich höher, ja. Ich kann die Line sehen, aber das ist unter der Wurzel drunter. Halt mein letzter Versuch dann. Wobei, was, wenn ich jetzt abbreche? Kann es nicht ab, oder? Kann ich auf 8 gehen? Ah! Hast ich habe alle behalten. Ich habe alle behalten. Ja, wenn du danach abbrichst, dann passiert nichts. Ah, geil, okay. Das heißt, es muss irgendwo dran gehen, aber dann geht's. Okay, der Schuss kommt und... Oh! Der geht nicht. Nicht. Nee. Nein, der war noch nicht fertig, ja, Mann. Ja, stimmt, das recht. Oh Gott, damit. Okay, Leute, wir probieren es noch einmal. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal den Weg wieder zurücknehmen. Und ich glaube, wir müssen das anders machen. Es ist von unten einfach kacke, an eine Stelle zu schießen, die man von unten sieht. Also es ist halt viel einfacher, irgendwo oben gegen zu schießen. Deswegen sage ich, dass die Lösung ist, hier vorne, seht ihr das, Leute? Hier vorne müsste man eigentlich gegenschießen. Oh, so? Der ist wieder ein bisschen hoch immer noch. Aber geht er nicht über, hängt er nicht wieder an der nächsten Wurzel dran? Wie bitte? Der hängt wieder an der oberen. Nee, ach aber so. Auch nach der Gabelung. Ja, ja, doch, doch, der hängt wieder an der nächsten Wurzel dran, hast recht. Stimmt, aber so wo weit, schießt ihn dann hin? So weit rechts geht nicht, weiter links war schon besser. Dann mach ich nochmal ein. Und du weißt, du musst auch unter dem Teil musst du ein bisschen Platz haben, ne? Weil sonst kannst du dich auch nicht dranhängen. Ah, du musst echt weiter links, sonst hängt man unten wieder an der Wurzel. Oh, ist das kompliziert, ey. Sicher ist, dass das dann die gute Stelle ist da? Ach, ich weiß es nicht, DNR, das ist echt schwierig. Da ist ja wieder einer. Ja, da würde ich wahrscheinlich drankommen, ne? Ey, komm, wir probieren den. Okay, warte, er steht noch nicht. Ja. Wie ist denn jetzt noch sag fest? Bescheid. Also der würde klappen, denke ich. Also wenn ich drankomme, würde er auf jeden Fall klappen. Okay, warte noch. Ich guck mir noch mal. Wenn ich jetzt hier Punkt so springe, hier. Ich jetzt hier so springe. So, mal ready? Gucken. Ich pack ihn mal ran, ja? Okay. Ja, ich glaube, ich krieg's hin. Ja, okay. Ich krieg's sogar hin, ohne zu springen, glaube ich.
Jawohl! Ja. Und falls Hexe fest oder kommst du? Ja, ja, ich komme. Alter. Boah, Leute, es war so schwer, das High five, high five. Oh, ich kann sogar Schaden machen, oder? Okay. Nee, kannst du nicht. Du hast aber voll das blutige Gesicht. Alter, war das kompliziert. Ach du Scheiße. Okay, aber der Weg jetzt ist jetzt wirklich safe. Jetzt nimm erstmal Alfie mit. Ja, ja, nehme ich. Jens. Ja, Jensi. Hallo Jensi, boy. Warte mal, hier erstmal mein Inventar. Dann baue ich mal alle anderen ab, ne, dass wir die nicht aus Versehen benutzen, weil die gehen ja nicht. Wie bitte was? Ich reiß die anderen Ziplines ab. Ja, okay, ja genau, mach das ruhig. Dann, das hier können wir eigentlich auch... Ja, ich bekloppe da einfach drauf rum, dass das weg ist, weil dieses grüne Licht, das stört voll eine Orientierung hier. Okay, genau, du reißt die ab. Hier ist, glaube ich, auch noch mein Inventar. Irgendwo müsste doch noch Zeug von mir sein, oder hast du alles von Alfie genommen? Hier liegt noch was, hier liegt was und da sind, aber ne, da sind keine Sachen drin von dir. Ich habe aber nichts weggenommen. Okay, warte mal, das kann man einfach auf den Boden legen, dann ist das weg, okay. Dann kann man das hier auch noch abbauen. Ich weiß nicht, in Alfie waren noch so viele Sachen drin, oder? Ja, aber oder hat sie die schon wieder mit nach Hause verloren gebracht? Eigentlich kannst du hier nichts verloren haben, weil die hatten wir irgendwann mal nach Hause gebracht eigentlich. Ja, du hattest ja den Alfie hier, glaube ich. Okay, also man ist jetzt hier, wie kommen wir dann weiter runter? Also, dann nimmt man erstmal das, ich gehe mal vor, weil dann siehst du, wie es gemeint ist. Ach genau, da bin ich runtergesprungen, aber du meinst, man kommt rüber, ne? Genau, man fährt einfach bis zum Ende und wenn man steht am Ende, dann drückt man einfach W, also nach vorne, und springen. Also Leertaste. Gleichzeitig. Also ich hänge jetzt dran und erst W gedrückt halten, dann passiert nichts. W gedrückt halten, dann Leertaste. Und dann ist man oben. Hä, echt? Wieso hat das denn bei mir nicht geklappt? Ja. Okay, ich versuch's nochmal. Leute, hier ist nochmal der Weg dazwischen. Alter, vor allem Außensicht ist irgendwie ein bisschen verrückt. Also ich halte jetzt W gedrückt. Und dann springe. Und springe. Stimmt! Hä, ist ja echt ultra easy. Ich hab's jetzt mehrfach gemacht. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir von hier aus einen guten Weg nach unten finden, ehrlich gesagt, weil... Kann man hier nicht außen rumlaufen einfach? Ja, vielleicht kann man noch ein bisschen noch warten auf mich, dann gehen wir mal zusammen. Ich glaube nämlich, als ich das von oben beobachtet habe, man kann hier außen rumlaufen. Guck mal, und hier ist die nächste Liane. Ja, aber bevor du sie nimmst, guck mal, ob die gut ist, weil ich glaube, die geht... Wir haben zwei Stück, ne? Ja, die geht zu dem einen und dann geht die zum anderen, das geht. Aber dann... Okay, die sollten wir nehmen, aber nicht die nächste, Oh, bin unten. Und die nächste geht doch jetzt auch. Nee, nicht nehmen die nicht. Ich nehme die nicht, weil die ist scheiße. Hä? Ich weiß, dass sie geht, aber die ist scheiße, weil dann kommen wir, dann sind wir immer, müssen wir immer zurücklaufen. Da können ja immer noch Sachen sein. Wir machen jetzt von dieser aus noch einen Weg, okay? Echt? Aber das ist ja nur diese paar letzten Meter. Oh, die sieht so schön aus, wenn die runterrutscht. Safety first, weißt du? Naja, wo ist unsere Base? Die ist hier direkt unter uns jetzt hier gerade. Ach da, perfekt. Ja, guck, das ist doch super. Dann machen wir hier einen Weg runter. Ja, stimmt. Oh, du bist aber ganz schön tief schon, ne? So tief willst du schon. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen höher. Ich will nur nicht feststecken halt, das ist das Ding. Man muss ja irgendwo festmachen. Ah ja, hast recht, stimmt. Also ich kann ja schießen. Kann ja, diese kleine Empore hier vielleicht vor mir, oder? Die müsste doch eigentlich reichen. Eigentlich geht aber auch von hier, so. Ah, okay, und jetzt weiter unten aber dann, oder? Und jetzt hier... Steckt man da nicht fest? Ich glaube, man kann ja ein bisschen näher einfach rangehen, sozusagen, ne? Mach's mal hier ran. So. Und jetzt muss man einfach nur... Meinst du, das geht? Könnte gehen, ne? Hier nicht, aber wenn man jetzt hier hingeht, ja, jetzt geht's. Wir müssen nur ein bisschen nach vorne gehen. Ganz vorsichtig und dann landet man hier. Okay, und das mit dem vorsichtig gehen und losgelassen, ich wusste, dass das... Aber egal, ich kann hier langsam runterlaufen. Okay, ein bisschen Schaden habe ich bekommen. Gott. Ja, das mit dem... Aua. Ich weiß nicht, ob der Weg so... Das Problem ist, dass du doppelt E gedrückt hast. Du musst weil das so eine Verzögerung hat. Ich habe E gedrückt, dann ist nichts passiert und dann eine halbe Sekunde danach hing ich dann doch dran und dann habe ich wieder aber versucht und dann... Ja, das ist halt ein bisschen eklig. Das ist nicht ganz so geil. Aber doch, es geht schon. Also zur Not kann man auch hinten die nehmen, aber eigentlich, glaube ich, hat man hier irgendwann den Bogen raus und dann sind wir hier unten am Start, Leute, und dann haben wir auch schon wieder den nächsten Sachen wieder Die Sachen kann ich wieder nehmen, wobei ich nochmal schnell reisen würde und jetzt ich die Alfis... Ich auch mal probieren. Ja, wir können das jetzt nochmal zusammen probieren und dann können wir die Alfis nämlich hier hinbringen. Aber nimm einmal deine Sachen erst, würde ich machen, weil sonst hast du jetzt hier unendlich viele von diesen Item-Chests und nachher verfällt irgendwas, weil es doppelt ist oder sowas. Aber ich habe ja gar keine Sachen eigentlich. Aber hier unten liegt noch ein Item-Speicher, Izzy. Dass du die einmal nimmst und dann kannst du direkt wieder schlafen legen, weißt du? Das nur für Safety. Okay, dann wieder zurück. Okay, ich bin wieder am Start. Das ist eine richtige Rutschpartie, Alter. Aber ich glaube, den Weg haben wir jetzt wirklich safe. Dann kannst du auch mal sehen, wo das Ding dann hängt. Da kommt man nämlich richtig gut dran. Also der ist jetzt wirklich richtig gut geworden. Ich kann nur leider nicht zum Bett, weil das war belegt. Es war nur noch eins offen, das andere ist noch, hat noch Cooldown. Das kann nicht sein, das ist doch so lange her. Bist du sicher, dass du nicht wieder irgendwas ausgegraut ist? Ah nein, ja, du hast absolut recht. Och Mann, ey. Aber ich bin ja da. Okay. So.
Wirklich, okay, ich nehme mir auch nochmal eine Alfie. Oh, warte, hier ist ein Jens, den nehme ich. All das, was wir letzten Folge gemacht haben, Leute, gibt halt so jetzt endlich Sinn, weil wir die ganzen Alfies, die gefarmt haben, auch, also was ist gefarmt, eingesammelt haben, betört haben mit den Wasserpilzen, die können wir jetzt ja alle so nach Hause bringen. Genau, jetzt können wir nämlich alles das, was wir eigentlich geplant haben, machen und wir haben eine richtig gute Verbindung. Wenn wir sterben, können wir immer noch irgendwie oben spawnen und auch komplett ohne Sachen wieder zurück zu unserer Base kommen. Das war auf jeden Fall viel Arbeit. Und ich bin mir sicher, dass sich auch der ein oder andere in den Kommentaren jetzt aufgeregt hat, dass wir nicht irgendwie sowas machen wie Dinos zähmen oder ein Haus bauen, sondern dass wir uns jetzt hier die ganze Zeit mit so diesen Lianen hier so einen Weg bauen. Aber Leute, das ist neu mit dazugekommen und das ist auf jeden Fall auch wichtig. Oh, ich komme jetzt direkt hinterher bei dir. Oh, ob geht das? Ja, du musst, kannst ja eigentlich direkt fallen lassen. Der Weg ist ja jetzt safe. Du musst, du musst ja nur nach hinten drücken, dann bist du eigentlich direkt wieder drauf. Zack, jo, sehr gut. Ich bin gesichert. Ich komme hinterher. Und? Oh, jawohl. Zack, bin auch am Start. Jetzt guck mal, jetzt siehst du das? Mal. Ach, hochlaufen. Ah, das ist doch viel besser. Ja, das ist richtig gut. Das sieht so anders aus, als bei mir unten aussah. Jetzt kannst du von hier oben direkt dran gehen, ohne zu springen. Ah ja, ich sehe es, warte. Und da, right zipline. Jawohl. Das ist nice, oder? Naja, oh, das ist ein guter Weg. Das ist ein sehr guter Weg. Ey, es geht so schnell. Zack, vor allem ist es ultra steil, ne? Wie ja, die Steilen sind die schnellsten. Wie sollte man im echten Leben hier bitte bremsen? Normalerweise müsste man so Fallschaden bekommen eigentlich. So, hier sind wir dann. Dann geht's von hier wieder weiter. Ey, mit wir könnten echt eigentlich von hier aus noch eine Zipline da unten hinschießen. Dann würden wir noch schneller sein. Meinst du, man kommt bis dahin? Ja, ich glaube schon. Aber du hast ja jetzt auch keine Sachen, ne? Nee, nee, jetzt habe ich eh nichts. Und da müsste man die Sachen auch wieder mit da hochbekommen. Das war für später, wenn wir den Motor haben, was bei Level 54, glaube ich, ist, nicht 57, wie man gesagt hatte. Was dann gar nicht mehr so ultra weit weg ist, ne? Also, ich hätte gar kein Licht an. Ultra weit. Oh. Okay, ich hätte die ganze Zeit kein Licht an. Dann weiß man ja nie. Dann sind wir hier, dann können wir hier wieder die nächste Liane nehmen. Also, es ist natürlich ein Weg, aber es ist auch ein richtig cooler Weg, Mann. Ja, sieht auch geil aus hier jedes Mal. Das sieht richtig geil aus. Und dann geht es jetzt hier am Start und dann jetzt die letzte, die ich wahrscheinlich wieder verkacken werde. Ist, ach hier, jetzt. Die hier oben ist direkt die. Direkt hier oben, ja. Ist eigentlich voll gut, die ist sogar direkt an der Stelle quasi, wo wir ankommen. Ja. Man muss hier so hingehen und auf die, in die Mitte gucken einfach. Oh Gott, nee, ich bin automatisch wieder abgegangen. Ich habe nichts gemacht, ist automatisch abgegangen. Okay, dann ist scheiße. Okay, bei mir hat's aber geklappt. Dem hat jetzt geklappt. Ich habe auch einfach, wie du gesagt hast, in die Mitte und dann nach unten geguckt. Und ich bin jetzt unten. Perfekt. Ja, aber es ist schön an den Rand rangehen und dann ran machen wahrscheinlich erst. Ja. Und dann geht's ohne Probleme. Ja, mal schön weiter an den Rand gehen. Sehr geil. Und dann geht das runter, Alter. Wir haben es beides zum ersten Mal geschafft, ohne zu sterben, hintereinander, den ganzen Weg. Und der ist jetzt wirklich relativ safe, kann man sagen. Der das heißt, safe. Auch wenn wir mal hier sterben und nicht mehr hier spawnen können, kann man beim anderen Stelle einfach spawnen und dann schnell zurückkommen. Ja, stimmt. Der dauert haben ein bisschen. Boah, die haben auch alle Level-Ups hier ohne Ende. Jetzt haben wir die ganzen Alfies. Hatten wir noch einen Alfie am Start oben eigentlich? Ich glaube, einer war da noch, nicht, ne? Kann sein, dass einer da war. Wir haben ja eigentlich schon viele, wobei zwischendurch auch welche gestorben sind und so. Boah. Leute, dann mache ich jetzt, da ist nämlich oben noch einer, dann gibt's jetzt den ganzen Weg nochmal als kleinen Zeitraffer. Mal gucken, ob das cool aussieht. Los geht's. Der ganze Weg zurück nochmal im Zeitraffer. Ich hoffe, es hat ein bisschen cool ausgesehen. Ich hatte einen kleinen Bug zwischendurch, aber ich glaube, das hat man im Zeitraffer nicht gesehen. Es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr, sehr zuverlässig, Leute. Und wir haben jetzt richtig viele Alfis hier am Start, die auch jetzt wirklich hoffentlich hier safe sind. Wir werden nicht mehr über uns irgendwo hochgehen und dafür sorgen, dass irgendein Revenger oder was weiß ich, eine Titanboar hier reinfällt und unsere Alfis tötet, Leute. Daraus haben wir auf jeden Fall gelernt. Wir haben unseren Weg zurück. Aber inwiefern haben wir eigentlich daraus gelernt? Könnten die nicht hier sterben immer noch? Also wenn wir hochklettern würden, wir haben es ja provoziert, weil wir hochgeklettert sind, sind die aggro geworden und dann runtergesprungen. Ja. Also von alleine glaube ich eigentlich nicht, dass das passiert. Ansonsten könnten wir natürlich hier irgendwann auch nochmal eine Decke drüber bauen. Dann hätten wir das Problem auch nicht mehr, Leute. Aber wir haben hier Jens Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Sind es doch nur 5? 2, 4, 5? Ist einer gestorben, ne? Hast du noch einen auf der Schulter? Nummer 6, genau, wir haben 6 Alfis auf jeden Fall am Start. Wir hatten zwischendurch, hatten wir glaube ich mal 8 oder so. Kann das sein, dass irgendwo noch einer hockt?
Ich habe keine Ahnung. Also aber einer ist doch gestorben auf jeden Fall zwischendurch. Einer ist gestorben zwischendurch, aber ich glaube ehrlich gesagt, selbst mit den sechs hier sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut bedient und müssen da keine Sorgen machen, dass da immer mal einer dabei ist, der gut aufgeladen ist. Leute, der eine da gerade mit 312, der eine mit über 100, 33, 56, 175, du hast auch noch einen auf der Schulter, Leute. Mhm. Ich glaube wirklich, jetzt glaube ich wirklich, dass wir hiermit alles safe haben, dass wir genug Alfis hier am Start haben, Leute. Wir haben den Weg safe auf jeden Fall auch zurück. Er dauert ein bisschen, aber es sind auch keine Gefahren irgendwie auf dem Weg. Mal schauen, ob das so bleiben wird, Leute. Das war's jetzt allerdings mit der heutigen Folge. Morgen um 18 Uhr geht's dann wieder weiter beim DNA. Das war es jetzt erstmal mit Dizzy versus Lianen, Slackline, whatever. Und ich glaube, wir gucken nochmal, dass wir in den nächsten Folgen uns vielleicht nochmal irgendwie ein Dino besorgen. Oder wir ein bisschen hier bei der Base weiterschauen, Leute. Ja, das wäre gut. Das werdet ihr auf jeden Fall dann aber in der nächsten Folge morgen um 18 Uhr beim DNR sehen, Leute. Wenn es euch heute gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Take this easy, nehmt das Leben nicht zu ernst. Und ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, morgen. Bis dann, macht's gut und tschüss. Tschüss.